Es gibt für alles eine Lösung. Wenn ich was erreichen will, kann ich mich bestimmt nicht auf meinem Stuhl ausruhen. Es muss eine Partnerschaft entstehen zwischen Kunde und Lieferant. Und je besser und vertrauensvoller die ist, je besser wird das Projekt gestaltet und auch realisiert werden. Dieses Logistikzentrum ist das zentrale Element für unsere Logistikstrategie in Europa. Für die Logistik ist dieser Schritt, den wir hier getan haben, ein Paradigmenwechsel. Ein Schritt ins nächste Jahrtausend für die SIG AG, in dem wir eine automatische Logistikanlage gebaut haben. So ein Projekt auf die Beine zu stellen, das ist eine Planungsphase alleine von über einem Jahr. Das geht nur in einem großen und kompetenten Team und mit kompetenten Partnern. Was wir hier erreichen mit diesem System, dass wir sehr, sehr viel schneller beim Kunden sind, sehr viel effizienter beim Kunden sind, weil wir mit diesem System den Speed in der Durchlaufzeit natürlich sehr nach oben gezogen haben. Ich habe mit der Firma Gebhardt mehrere Projekte schon realisiert, unter anderem in den USA, in Frankreich, in Deutschland, und ich habe die Firma Gebhardt kennengelernt als zuverlässigen Partner, der auch hohe Qualität liefert, und wir haben die Projekte, die wir hatten bislang, immer sauber und ohne große Probleme durchgezogen. Den Kunden längerfristig an sich zu binden, kann man nur mit guter Leistung. Der Kunde muss fühlen, dass wir ihm die Anlage verkaufen wollen, die er braucht. Der Teamgeist, das ist ein ganz großes Kapitel in unserer Firma, denn nur ein Team kann wirklich alle kreativen Kräfte der Firma mobilisieren. Wir hatten vor 3 Jahren die Aufgabestellung, wie bekomme ich innerhalb kürzester Zeit das Doppelte oder Dreifache an Paketvolumen aus diesem Lager heraus. Wir waren gezwungen, uns mit irgendeiner Art von Fördertechnik zu befassen. Also wir hatten in diesem Gesamtprojekt eine Gesamtlaufzeit von 2 Jahren und am Anfang einen kleinen Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Wir wollten auch von möglichen Lieferanten eine Entscheidungsberatung haben. Eine Beratung, wie ich auch eine Fördertechnik für unsere Belange sinnvoll zum Einsatz bekomme. Hier hatte die Firma Gebhardt mit Abstand das beste Konzept und waren auch zu jedem Zeitpunkt immer wieder mit einem offenen Ohr vor Ort. Das hatte hier auch einen ganz maßgeblichen Ausschlag gegeben. Wir hatten vor der Umstellung ca. 500 Pakete im täglichen Ausgang. Wir haben heute ca. 750 Pakete und wir werden steigern auf weit über 1000 Pakete. Das ist nur durch einen konzentrierten Einsatz der Technik möglich. Präzision ist für mich der Qualitätsbegriff überhaupt. Ohne Präzision gibt es keine hochgradige Funktionalität. Die Weiterbildung der Mitarbeiter, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Der Kunde sollte eigentlich immer die neueste Technik präsentiert kriegen und keine alten Hüte. Herausforderung war eigentlich hier durch die gebäudebedingten Restriktionen,
dass wir im Warenausgangsbereich Platz schaffen mussten, als auch ein externes Gebäude in diesen Materialfluss einbinden mussten. Wir bewältigen momentan 12.000 Positionen pro Tag im Warenausgang und beliefern damit anstatt vormals ca. 230, heute 350 Lieferadressen flächendeckend in Italien. Und das bewerkstelligen wir mit einem Teilesortiment, was sich jetzt auf ca. 90.000 Teile erhöht hat. Was also in dem Rahmen dieses Projektes, ich sag mal, dann auch noch Spaß gemacht hat, ist so kleine, in Anführungsstrichen, Zwischenfälle. Wenn man dann also von der Firma Gebhardt verlangt hat, auch dementsprechend termingerecht und unter Nichtstörung des operativen Geschäftes die Arbeiten durchzuführen, dann aber abends einen Anruf kriegt von der Gebäudesicherungsfirma, dass hier noch Leute bis Mitternacht arbeiten, um dieses Projekt bewerkstelligen zu können. Und man sagt also, bitte schließ sie nicht ein und lass sie zu Ende arbeiten. Also das sind, sag mal, Erfahrungswerte, wo es ein gewisses Engagement an den Tag gelegt wird, wo wir also auch sehr zufrieden sind und sagen, hier kann man drauf zählen. Ein Termin ist für alle in der Firma eine heilige Angelegenheit. Wir liefern ja Gesamtprojekte, das heißt Projekte einschließlich Steuerung, Rechner. Sie brauchen da spezielles Wissen, IT-Techniken und so weiter. Und wir werden weiter innovativ sein in der Technik, aber innovativ auch in unserem ganzen Geschäftsleben. Wir werden flexibel in jedem Fall sein. Und wir werden, was ganz wichtig ist, auch erfolgsorientiert sein.